Wie groß ist die Induktivität einer Spule, wenn die Stromstärke während 0,4 Sekunden von 0,1 Ampere auf 0,3 Ampere steigt und wenn die Selbstinduktionsspannung minus 1 Volt beträgt? Die Dauer Delta T beträgt 0,4 Sekunden. Die Stromstärken I1 und I2 betragen I1 0,1 Ampere und I2 0,3 Ampere. Die induzierte Spannung beträgt minus 1 Volt. Das Minus stammt aus dem Gesetz von Lenz. Gesucht wird die Induktivität großes rundes L der Spule, die wir in Henry ausdrücken. Und um sie herauszufinden, werden wir diese Formel nutzen. Zuerst brauchen wir Delta I. I1 ist 0,1 Ampere und I2 ist 0,3 Ampere. Also ist Delta I gleich 0,3 minus 0,1, das heißt 0,2 Ampere. Aus dieser Formel schließen wir, dass die Induktivität gleich ist zu minus Uint mal Delta T geteilt durch Delta I. Wir ersetzen die induzierte Spannung durch minus 1, das Delta T durch 0,4 und Delta I durch 0,2. Und somit finden wir als Induktivität der Spule 2 Henry.